Stimuliert durch die FSH-Ausschüttung in der Hirnanhangdrüse findet etwa zur Mitte des weiblichen Menstruationszyklus die Ausstoßung der unbefruchteten Eizelle aus dem Eierstock statt. Der sogenannte Eisprung ist die Voraussetzung für die Befruchtung der Eizelle durch das Spermium im Eileiter. Die Eierstöcke werden abwechselnd zum Bilden der Follikel stimuliert. Die Eizelle wandert über die Eileiter in die Gebärmutter, wo sie befruchtet werden kann.